Das Dilemma, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Thamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama über die Schaffung einer glücklicheren Welt. Seine Heiligkeit bietet Unterstützung für Hilfs- und Rettungsmaßnahmen in Maharashtra an nach schweren Überschwemmungen. Die USA äußern ihre Besorgnis über Chinas Menschenrechtsverletzungen in Tibet, Osttürkestan und Hongkong. Vier tibetische Organisationen reichen Beschwerde gegen das Internationale Olympische Komitee in der Schweiz ein. Russlands größte Suchmaschine Yandex lädt den Repräsentanten Bilodulgorobuche in ihren Hauptsitz ein. In dieser Woche hielt seine Heiligkeit der Dalai Lama einen Vortrag zum Thema »Eine glücklichere Welt schaffen« während einer virtuellen Veranstaltung der Wohltätigkeitsorganisation Action for Happiness mit Sitz in England anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens. Auf die Frage, wie wir unsere Herzen wärmer machen können, sagte seine Heiligkeit, dass die Menschen von Geburt an gut ausgestattet sind, um warmherzig zu sein und sich um andere zu kümmern. Das Problem ist unser bestehendes Bildungssystem, das auf materialistische Ziele ausgerichtet ist und reformiert werden muss. Oh. Basically, we are social animal. Therefore, you see, the affection, warmheartedness, taking care each other, is the key factor. Not necessarily connected with religious belief. Without religion, simply, as soon as we're born. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, hat seine Unterstützung für Hilfs- und Rettungsmaßnahmen im indischen Bundesstaat Maharashtra nach den verheerenden Überschwemmungen der letzten Tage angeboten. In einem Kondolenzschreiben an den Ministerpräsidenten des Bundesstaates, Uddhav Balasaheb Thackeray, drückte seine Heiligkeit seine Solidarität mit den Menschen aus, die durch die Flutkatastrophe ihr Leben verloren haben und unter denen viele Menschen leiden. Seine Heiligkeit übergab eine Spende des Dalai Lama Trusts für die Hilfs- und Rettungsmaßnahmen. Laura Sherman, die stellvertretende Außenministerin der Vereinigten Staaten, hat während ihres zweitägigen Besuchs in China am Sonntag vergangener Woche ihre Besorgnis über Chinas Menschenrechtsverletzungen in Tibet, Osttürkestan und Hongkong zum Ausdruck gebracht, wie der Sprecher der US-Regierung Ned Price in einer Pressemitteilung bekannt gab. Die Bedenken wurden beim Treffen mit dem chinesischen Staatsrat und Außenminister Wang Yi und anderen hochrangigen Vertretern der chinesischen Regierung zur Sprache gebracht. Sijung Bemba Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung begrüßte die von der stellvertretenden US-Außenministerin geäußerten Bedenken. Ich bin ermutigt, dass die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman gegenüber dem chinesischen Außenminister ihre Besorgnis über die anhaltenden Missstände in Tibet zum Ausdruck gebracht hat. Ich hoffe, dass die chinesische Führung den Aufruf beherzigt und die 60 Jahre lange Unterdrückung und das Leiden der Tibeter in Tibet beendet, sagte Sijung in einem Tweet. Das haben die vier größten Tibet-Organisationen beim Nationalen Kontaktpunkt für OECD-Leitsätze in Bern eine Beschwerde gegen das Internationale Olympische Komitee wegen Verletzung der OECD-Leitsätze bei der Vergabe der Olympischen Winterspiele in Peking eingereicht. Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verpflichten multinationale Unternehmen wie das IOC, die international anerkannten Menschenrechte zu achten und bei ihren Aktivitäten wie den Olympischen Spielen 2022 in Peking eine menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung durchzuführen. Das IOC hat jedoch die Forderung der Menschenrechtsorganisation nach einer menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfung trotz der Besorgnis über weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen durch China beharrlich ignoriert. Bei den vier in der Schweiz ansässigen tibetischen Organisationen handelt es sich um die Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft, dem Verein Tibeter in Europa, die Tibetische Gemeinschaft in der Schweiz und Liechtenstein und die Tibetische Frauenorganisation in der Schweiz. Im Zuge der weltweiten Empörung über die Olympischen Winterspiele in Peking im nächsten Jahr haben in den USA Senator Jeff Merkley und der Abgeordnete Jim McGovern, der Vorsitzende und der Co-Vorsitzende der überparteilichen und aus den zwei Parlamentskammern bestehenden Exekutivkomitee des Kongresses für China einen Brief an Thomas Bach veröffentlicht. Im Schreiben an Thomas Bach, den Präsidenten der Internationalen Olympischen Komitees, fordern sie ihn auf, die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking zu verschieben und zu verlegen, falls die Regierung des Gastgeberlandes ihre ungeheuerlichen Menschenrechtsverletzungen nicht beendet. In dem am Sonntag vergangener Woche veröffentlichten Brief heißt es,
Keine Olympischen Spiele sollten in einem Land stattfinden, dessen Regierung Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht. Den Vorsitzenden schlossen sich die Kommissionsmitglieder Senator Marco Rubio und der Repräsentant Christopher Smith an, beide ehemalige Vorsitzende der Congressional Executive Commission on China. Für geistiges Eigentum von Yandex lud den ehrenwerten Repräsentanten vom Tibet-Büro in Moskau, Dilodul Gurumuche, am Mittwoch letzter Woche an den Hauptsitz von Yandex ein, um sich über die Verbesserung eines der Online-Dienste von Yandex, genannt Yandex Zen, zu beraten. Yandex ist das größte Technologieunternehmen in Russland und die größte Suchmaschine im Internet in Russland. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.